Ihr hört es wahrscheinlich gar nicht, aber hier ist ein Fahrstuhl nebendran. Ja, und der fährt immer hoch und runter, weil jetzt alle hier, ist 14 Uhr und die, da. Und die machen alle Feierabend, weil hier wird ja nicht mehr gearbeitet, in diesen Studios. Und so kann man natürlich nicht drehen. Ja, jetzt probieren wir es mal, ne? So ohne Fahrstuhl. Hallo Freunde, ich bin mal wieder unterwegs für euch und soll hier die Heinzels interviewen, ne? Von dem neuen Animationsfilm Die Heinzels, Rückkehr der Heinzelmännchen. Ist natürlich problematisch, ne? Die sind ja relativ klein. Ich bin jetzt relativ groß, das kann man ganz schlecht ausleuchten. Deswegen habe ich mich vorbereitet und habe in den letzten Wochen gecastet wie ein Blöder und habe jetzt ein super Heinzelmännchen gefunden und das ist jetzt auch da. Komm mal bitte rein. Ja. Ja, das geht natürlich mit der Klamotte gar nicht, ne? Das muss ja genauso aussehen wie ich, weil sonst ist es ja, ne? Das muss ja auch professionell sein. Probieren wir mal. Ja, na, das ist viel besser. Wie heißt du denn? Ich bin Luca. Ja, oh, cool. Und hast du denn Bock auf das erste Interview? Ja. Okay, pass auf, dann beam ich dich jetzt mal rein. Bist du bereit? Ja. Achtung. Wie groß bist du? Ich bin 1,63 Meter. Und du? 1,47 Meter. Was würdest du machen, wenn du einen Tag lang so klein bist wie Helvi? Oh, was würde ich machen? Ich glaube, ich würde mich in die Einkaufsläden schleichen und alle Süßigkeiten aufessen, die ich finden kann. Und du? Ich würde in einen Spielzeugladen gehen und da Spielzeuge klauen. Sehr gut. Wann hast du das letzte Mal jemandem geholfen? Wann habe ich das letzte Mal jemandem geholfen? Das ist eine sehr gute Frage. Die sollte man sich vielleicht öfter stellen. Gestern habe ich meiner Schwester geholfen, einen Kühlschrank abzuholen und einen Kühlschrank mit ihr in ihre Wohnung zu bringen und den zu montieren. Also eigentlich sind wir Heinzelmännchen total nützlich und hilfreich. Aber nur, wenn man uns gut behandelt. Was ist deine Lieblingsfigur aus Die Heinzels? Helvi natürlich. Hast du eine Lieblingsfigur? Ja. Ja? Welche? Butz. Ah, cool. Ja, der ist auch cool. Jeder Heinzel kann irgendwas. Was kannst du besonders gut? Was kann ich besonders gut? Ich kann mich besonders gut totlachen, wenn andere Menschen sich den Kopf stoßen. Oder stolpern. Das kann ich ganz schön gut. Was ist eine Pupsrakete und wie funktioniert die? Eine Pupsrakete. Wenn du ganz viel Bohnen isst, dann muss man ja pupsen, ne? Und der Butz, der isst die ganzen Bohnen und muss pupsen. Und die Pupse sind dann der Düsenantrieb und dann geht's los. Hier, Nachschub. Gehst du eher zum Bäcker oder in den Supermarkt? Eher zum Bäcker. Aufgeblasene Kirschwampe! Hey, die schönen Törtchen! Was ist dein Lieblingskuchen? Mein Lieblingskuchen ist New York Cheesecake. Deiner? Schokoladenkuchen. Ja. So was Leckeres habe ich noch nie gegessen. Was ist Helvi Nös? Helvi Nös ist etwas ganz, ganz Tolles, etwas, was richtig klasse ist und stark und cool und lustig. Die Idee ist völlig bescheuert. Nein, sie ist Helvi Nös. Warst du schon mal in Köln und wenn ja, wie ist es da? Ich war schon öfter in Köln. Ich habe schon da ein paar Filme gedreht und ich mag es sehr gerne in Köln. Die Leute, die sind so sehr offen und sehr lustig und mir gefällt es sehr, 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 sehr gut in Köln. Tada! Hauptgewinn! Popcorn, süß oder salzig? Beides. Dein letzter Film im Kino war? Systemsprenger. Ein Film, den du kürzlich nochmal gesehen hast? Zum zweiten Mal. Jetzt muss ich mich aber schnell. Fällt mir gerade keiner ein. Das werden wir ändern. Der letzte Film, bei dem du geweint hast. Ich weine eigentlich fast. Ich weine relativ schnell. Ja, Systemsprenger. Dein Lieblingsanimationsfilm ist? Mein Lieblingsanimationsfilm ist Chihiros Reise ins Zauberland. Und deiner? Minions. Ah, okay. Fertig. Ihr Heinzels sind schließlich schnell, schlau und schwupps. Stimmt's? Ja, Mensch, Luca, das hast du richtig gut gemacht. Und, hat es Spaß gemacht? Ja. Ja? Willst du es nochmal machen? Mhm. Sehr schön, ich glaube, wir kommen darauf zurück. Aber weißt du was, weil du es so gut gemacht hast, brauchst du natürlich noch das wichtigste Accessoire eines Heinzelmännchens. Und weißt du, was es ist? Diese Mütze. So, jetzt bist du nämlich ein richtiger Heinzelmann, Heinzelmännchen.
Und weißt du, was wir jetzt noch machen? Wir machen jetzt noch eine Abmoderation zusammen. Wenn es euch gut gefallen hat, dann klickt doch diese zwei Videos an oder drückt den Abo-Knopf. Sehr schön. Wunderbar. Das war's auch schon. Bis dahin, alles Gute für Sie und tschüss. Oh, dann können wir ja endlich nach Hause.